Hallo im Februar 2021. Genau genommen ist heute der 9. Februar und ich befinde mich hier im Inneren des Hauses und da bin ich auch ganz froh drum, denn wenn man mal rausguckt, hat es in den letzten Tagen vor allem ordentlich geschneit nochmal. Zwischenzeitlich war der Schnee schon wieder weg. Es hat sich so ein bisschen angedeutet, dass der Winter vorbei wäre, aber der hat jetzt hier voll zurückgeschlagen. Wir haben Temperaturen im Außenbereich von minus 5 bis minus 10 Grad und selbst hier im Inneren sind wir jetzt hier irgendwie bei 0, 0,3 Grad. Und das ist schon ordentlich kalt. Also wir können hier im Inneren, habe ich schon die Möglichkeit, da aufzuheizen. Ich habe hier eine elektrische Heizung, ich habe einen Gasheizer und ich kann hier kurzzeitig die Temperaturen schon mal hochpeitschen, wenn ich mich jetzt hier eben befinde. Aber zumindest nachhaltig oder langfristig kann man das eben noch nicht, weil das Haus noch nicht verputzt ist, die Dämmung ist noch nicht dran, es befinden sich noch diverse Löcher und Öffnungen hier in den Mauern und das macht einfach keinen Sinn, hier die Heizungen eben langfristig laufen zu lassen. Ich möchte hier im Folgenden dokumentieren, was sich eben in den letzten Wochen hier so auf der Baustelle ergeben hat, welche Veränderungen sich ergeben haben. Wir waren hier eben fast jeden Tag am Arbeiten, waren eben fleißig, haben eben natürlich immer nur kleine Schritte gemacht, aber in der Summe ist dann doch einiges zusammengekommen und das möchte ich hier jetzt eben vorstellen. Anfangen möchte ich dabei hier an dieser Stelle. Ich stehe hier gerade im Flur bzw. im Eingangsbereich. Links befindet sich eben das Treppenhaus, da kommt man nach oben bzw. nach unten. Und rechts geht es eben in den Esszimmer, Wohnzimmer und Küchenbereich. Und wir haben hier an zentraler Stelle im Geschoss eine Unterputzbox der Zentralstaubsauganlage installiert. Die war, glaube ich, auch beim letzten Mal schon installiert. Also die Box selbst, die befand sich schon in der Wand eine ganze Weile. Was aber noch gefehlt hatte, war die Verrohrung, die dazugehörige. Also wir haben jetzt hier eben in den letzten Wochen damit begonnen, beziehungsweise sind mittlerweile fertig, diese ganze Anlage eben zu installieren, zu verrohren. Vom Prinzip her ist das jedenfalls so, da gibt es eben drei Leitungen, die hier ankommen bzw. weggehen. Die linke Leitung ist die eigentliche Saugleitung, also da wird halt Unterdruck aufgebaut und dieses Rohr geht dann über, ja, nicht über den direktesten Weg, aber über relativ direkt geht das halt in den Keller zum zentralen Staubsauger, da wird der Unterdruck aufgebaut und dann kann man hier jetzt an diese Saugdose zum Beispiel seinen Saugschlauch anschließen. Also das ist hier wirklich eine Klappe und da kann man dann einfach seinen Saugschlauch anschließen. Das Charmante an unserer Lösung hier an dieser Bingo Loop ist aber, dass man gleichzeitig eben auch eine weitere Leitung hat, eine Schleife, einen Ring, in der sich der Saugschlauch selbst befindet. Also man kann quasi diese Saugdose braucht man gar nicht im einen Modus, wenn man den so benutzen möchte, sondern man kann einfach hier das Ding herausnehmen und dann halt direkt lossaugen. Aktivieren würde man ihn durch Herunterziehen von diesem Hebel hier. Dadurch wird wieder ein Kontakt geschlossen und der Staubsauger wird eben schaltet ein. Aktuell ist er eben nicht, ja, nicht am Strom angeschlossen und hier die Verkabelung ist noch nicht final abgeschlossen. Aber wir haben das tatsächlich schon alles ausprobiert. Das hat soweit funktioniert. Ich müsste jetzt nur eben in den Keller gehen und dort den Staubsauger manuell einschalten. Und das ist jetzt hier alleine mit der Kamera nicht ganz so praktisch. Jedenfalls ist es so, dass hier der Saugschlauch dieses Staubsaugerteils eben hier in den Rohren liegt. Und das Ganze ist eben, wie gesagt, eine Schleife, ein Ring. Den kann man nämlich hier auf der anderen Seite sehen. An die Decke geschraubt befindet sich jetzt hier eben dieser Ring. Darin befindet sich jetzt der Saugschlauch und der wird dann einfach mit eingesaugt, nimmt dann eben keinen Platz in Anspruch und ja, den kann man dann ganz bequem dort auch wieder herausziehen und wenn man dann fertig ist, den wieder einsaugen lassen. Das Verarbeiten bzw. Installieren dieser zentralen Staubsauganlage, das war jetzt keine Rocket Science, also das ließ sich gut verarbeiten, das Material. Das sind im Prinzip einfach solche Rohre, die sind jeweils 1,5 Meter lang, die werden dann eben zum Beispiel hier in dem Fall über so eine Muffe miteinander verbunden, wenn es eben gerade ausgehen soll. Oder es gibt auch Formteile, wie jetzt hier so 90-Grad-Bogen. Da kann man dann eben um die Ecke herum und kann so einen Ring bilden, wie wir das jetzt getan haben. Ab und an muss man das Ganze natürlich auch irgendwie an der Decke anschrauben. Da gibt es dann halt solche Klammern bzw. Bügel. Aber alles in allem ließ sich das gut verarbeiten. Und wir sind tatsächlich durchs ganze Haus gegangen, haben in jedem Geschoss diese Box eben ja, angeschlossen mit so einem Ring. Und das alles dann auch mit dieser zentralen Saugleitung verbunden. Die befindet sich im Keller. Die kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Und wir sind jetzt soweit eben fertig, beziehungsweise eigentlich noch nicht. Also der letzte Schritt fehlt noch, nämlich wir haben das bisher noch, haben wir davon abgesehen, diese Rohre alle miteinander zu verkleben. Also wir haben das wirklich jetzt nur zusammengesteckt. Das hält trotz alledem schon gut und funktioniert tatsächlich auch schon. Aber um das ordnungsgemäß zu installieren, da braucht man eben noch diesen Kleber. Also jede Verbindungsstelle wird dann nochmal zusammengeklebt oder verschweißt ist tatsächlich das Richtige.
Wort, also dieser Klebstoff, dieses Mittel, das verbindet das Plastik wirklich permanent miteinander. Das lässt sich dann nachher nicht mehr auftrennen. Und dementsprechend haben wir davon eben noch abgesehen, einfach weil wir das erstmal ausprobieren wollten, ob das von der Leitungsführung alles hinhaut. Jetzt, wo wir wissen, dass es das tut, werden wir das eben in den nächsten Tagen auch nochmal machen. Das heißt, hier gilt es nochmal alles herunterzuschrauben, zusammenzukleben und dann nochmal anzuschrauben. Auch nochmal ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Aber dadurch, dass es jetzt eben schon alles hier wirklich auf den Zentimeter, Millimeter genau zugeschnitten ist, ist das jetzt nicht der große Aufwand mehr. In die anderen Geschosse, da schauen wir auch gleich noch, wie das dort eben ausschaut. Aber was sich im Vergleich zum letzten Mal hier auch noch getan hat, ist eben die Treppenbeleuchtung. Auch da hatte ich euch, glaube ich, schon erste Eindrücke zeigen können beim letzten Mal. Aber mittlerweile ist jetzt eben vor allem auch neben jetzt den Hölzern, die ich hier angeschraubt habe, einfach um da den Putz abzuhalten. Also hier kommen ja diese Profile hin, die LED-Profile nachher. Und all diese einzelnen Elemente sind jetzt mittlerweile mit Leeron verbunden. Also hier, man kann das nur noch erahnen, weil ich das jetzt wirklich auch hier eingegipst, einbetoniert habe. Aber hier kann man noch vielleicht das Leeron so leicht erahnen. All das ist jetzt hier eben miteinander verbunden. Das geht von Element zu Element zu Element und so weiter, bis man eben unten irgendwo ankommt im Keller. Und dort befindet sich dann hier an der Stelle eben ein langes Leeron. Und über das, da fängt man dann eben an, das einzuspeisen. Und dann geht das dann eben seinen Weg zu den einzelnen Elementen und wird dort eben immer weiter mit Strom bzw. Spannung versorgt. Ein weiteres Detail, das vielleicht an der Stelle interessant ist bei dem Thema Treppenbeleuchtung, sind Markierungen. Und zwar habe ich auch hier nochmal markiert, wo jeweils das Leeron ankommt. Ich hatte erst irgendwie hier Markierungsspray verwendet, aber dann eben gesehen, dass das hier so abblättert. Das wird jetzt das Verputzen nicht überleben. Deswegen habe ich da jetzt dann nochmal so hereingesägt, so eine kleine Sägemarkierung gemacht. Einfach damit die Nadel, wenn ich das Ganze abschraube, wenn hier verputzt ist und das Leeron irgendwie nicht sofort auffindbar sein sollte, dass ich dann ungefähr weiß, wo ich suchen muss, wenn ich dann mal ein paar Zentimeter Putz abschlagen muss oder so. Und das habe ich eben an allen beiden Seiten immer gemacht, bei jedem dieser Platzhalter oder bei dieser Elemente, wo eben die Profile nachher installiert werden sollen. So, hier jetzt also im Kellergeschoss und man kann hier in der Decke jetzt schon die auch wieder drei Leitungen erahnen des zentralen Staubsaugers. Die Unterputzbox befindet sich in dem Fall hier jetzt auf der Rückseite, die zeige ich auch gleich nochmal. Hier in der Decke befinden sich eben wieder drei Rohrleitungen. Zwei davon, nämlich die rechten beiden, sind Teil von dieser Schleife, die man eben braucht, um den Saugschlauch dort einzusaugen und dass sich der eben dort befindet. Also man kann das hier jetzt sehen, die zwei führen weg und machen da hinten halt diesen 90-Grad-Bogen, das kann man hier jetzt sehen, gehen dann den ganzen Weg wieder zurück und kommen letztendlich hier in dieser Unterputzbox eben an. Das sind diese beiden Leitungen hier. Jetzt befindet sich hier noch kein Schlauch, aber testweise hatten wir auch den hier schon wieder eingezogen. Das hat soweit funktioniert und der wird dann eben, den kann man dann hier eben herausziehen. Die dritte Leitung, das ist wieder die Saugleitung, die führt eben zum zentralen Staubsauger. Der befindet sich hier jetzt im Keller. Den zeige ich euch auch gleich, aber man sieht hier an der Stelle vielleicht ein neues Formstück, nämlich so eine T-Abzweigung. Also auf der einen Seite wird jetzt hier eben der Unterdruck aufgebaut, beziehungsweise halt hier angesaugt, aber gleichzeitig führt eben die Leitung auch noch weg und führt dann eben nach oben ins Erdgeschoss und auch ins Obergeschoss und wird dort eben dann mit den dazugehörigen Unterputzboxen verbunden. So, und diese Saugleitung hier im Keller, die geht auch hier wieder durch die Wand und die kriege ich dann hier auch nochmal um die Ecke herum und geht auch dort durch die Wand nochmal hindurch. Und jetzt befinden wir uns hier eben im späteren Hauswirtschaftsraum. Leider ist es hier im gesamten Keller recht dunkel, aber man sieht schon, wie das hier aufgebaut ist. Also es kommt hier diese Saugleitung an, dann geht die hier eben nach unten. Da gibt es dann so ein flexibles Stück, einfach um das Ganze vor Vibrationen zu schützen. Und dann findet man hier jetzt eben den zentralen Staubsauger. Aktuell eben nicht am Strom angeschlossen, aber das ist ein ganz normaler Schuko-Stecker und man kann den eben dann manuell hier starten. Und so haben wir die ganze Anlage eben schon mehrfach getestet. Das hat soweit funktioniert. Ein Teil, der aktuell aber noch fehlt, aber schon vorbereitet ist, ist eine Fortluftleitung. Also ähnlich zu dieser Saugleitung muss es hier eine zweite Leitung geben. Die könnte man dann hier oben anschließen und die würde dann nach draußen führen. Also um einfach den Feinstaub und den Überdruck nach außen leiten zu können, braucht man eine zweite Leitung. Da hatten wir in der Vergangenheit hier schon durch die Betondecke gebohrt und da geht es dann eben nach oben und nach draußen. Das heißt, hier fehlt nochmal so ein bisschen 3, 4, 5 Meter Rohrsystem.
Das haben wir jetzt beim ersten Test haben wir davon abgesehen, aber auch das müssen wir jetzt in den nächsten Tagen noch machen und dann sind wir mit der Staubsaugeranlage eben komplett durch. Eine weitere Veränderung hier im Kellergeschoss, das ist die Beleuchtung jeweils in den Fensterleiben. Ich hatte das glaube ich auch schon vorgestellt in einem der vorangegangenen Videos. Und zwar möchte ich hier jetzt den Fensterleib jeweils beleuchten im Keller, einfach um so ein bisschen ambiente Beleuchtung zu haben. Das ist definitiv kein Ersatz jetzt für eine vernünftige oder für die richtige Ausleuchtung im Zimmer, aber ja, damit kann man bestimmt schöne Effekte schaffen. Da haben wir hier eben dieses Profil, das ist mittlerweile hier angebracht, angeschraubt, fixiert, passt soweit und es wird auch seitlich von einem Lero angefahren, davon sieht man nur noch wirklich nur den obersten Kopf, den habe ich auch verschlossen mit so einem Verschlussstopfen und ansonsten ist das Ganze hier jetzt eben im Beton, verläuft das schon. Da haben wir eben herausgefräst, haben das Lero hinein betoniert und da oben kommt das Ganze dann wieder heraus und muss dann halt hier wieder irgendwo angeschlossen werden. Also das Rohr liegt jetzt hier, das Lero liegt jetzt hier nur herum, aber das wird dann auch wieder ähnlich wie in den anderen Geschossen an die Decke geschraubt und wird dort dann halt über ein Kabel angefahren. Ein ähnliches Bild ergibt sich hier im Kellergeschoss. Ich befinde mich jetzt hier im späteren Büro und hier gibt es ja zwei Fenster und bei beiden Fenstern sind eben diese Profile hier auch wieder angeschraubt mit tatsächlich auch so einem Abstandshalter, einfach nur um von der Höhe her richtig, um auf das richtige Höhenprofil zu kommen, damit die Verputzer hier eben sauber verputzen können, damit jetzt hier der Abdichtstreifen nicht zu sehen ist. Und auch hier gibt es dann seitlich dieses Lehrer. Das Lehrer führt dann eben im Beton nach oben, ist dort an die Decke bereits geschraubt und hängt dann halt hier bzw. respektive dort irgendwo in der Ecke herum und muss eben jetzt noch komplett an die Decke montiert werden und führt dann eben in jedem Raum nochmal an so eine zentrale Stelle, wo das Ganze dann angefahren und verteilt wird. Eine weitere Arbeit, die wir hier ausgeführt haben, im Kellergeschoss jeweils bei den Fenstern, das kann man hier jetzt schon sehen, und zwar haben wir in den Leibungen ein ganzes Stück hier nochmal herausgeflext, herausgesägt, herausgemeißelt. Das war zum Teil gar nicht so einfach, da eben in so einer Fensternähe das zu machen, ohne Schaden anzurichten. Ist mir dann aber ganz gut gelungen. Und zwar ist die Idee jetzt hier, in dem Fall tatsächlich noch eine Unterputzdose zu setzen, einfach weil wir gerade im Kellergeschoss, eben hier, das sind ja Außenwände, da sollte man eigentlich mit Steckdosen vorsichtig sein, gerade in den niedrigen Höhen, damit einfach da kein Wasser hindurch diffundiert oder sowas. Hier jetzt beim Fenster, da habe ich mir das zugetraut. Wenn das Wasser irgendwann mal so hoch steht, dann habe ich eh ein Problem. Da ist dann jetzt die Dose nicht mehr das zusätzliche Problem. Und das gibt mir einfach die Möglichkeit, hier auf dem Fensterbrett später auch nochmal was abzustellen, nochmal zu beleuchten, nochmal in Szene zu setzen im Raum. Und dementsprechend möchte ich jetzt hier jeweils an den Fenstern auch nochmal Steckdosen installieren. Der Raum jetzt ist geschaffen für die Unterputzdose selbst. Und was halt jetzt noch fehlt, ist auch wieder so eine Fräsung nach unten, weil wir die wahrscheinlich fahren. Und dementsprechend muss ich das hier noch herausfräsen, da wieder ein Lehrer einbetonieren. Und das muss noch gemacht werden in den nächsten Tagen, ist aber jetzt vom Aufwand her nicht mehr vergleichbar mit, was halt hier fällig war. Da war ich gut eine halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, beschäftigt mit jedem Ausschnitt, einfach weil das Stahlbeton ist. Man sieht ja auch hier die Stahlträger und die Stahlstangen, was da alles eingearbeitet ist. Und da ist man tatsächlich doch eine ganze Weile beschäftigt. So, hier befinde ich mich jetzt nochmal im Erdgeschoss. Das ist jetzt eben das Treppenhaus. Hier unten, da befindet sich eben die Unterputzbox für die zentralen Staubsauganlage im Keller. Hier hinter mir befindet sich das Ganze für das Erdgeschoss. Und der Grund, warum ich das euch zeigen möchte, ist einfach die Trasse oder wie wir das eben verlegt haben, die Saugleitung. Die geht ja hier dann über dieses T-Stück weg, geht dann hier eben nach vorne und geht dann hier nach oben. Also im Treppenauge verläuft jetzt hier die Saugleitung, geht auch hier wieder nach oben und zweigt dann mit einem weiteren T-Stück an der Stelle eben ab, kommt dann hier an, ist an der Decke fixiert und führt dann hier eben in die Unterputzbox im Erdgeschoss. Gleichzeitig gibt es eben hier so ein T-Stück, welches dann weiter nach oben führt und dort begeben wir uns jetzt hin, nämlich ins Obergeschoss. So, jetzt bin ich hier im Obergeschoss angekommen. Und vielleicht sollte ich noch mal ein paar Schritte zurückgehen, einfach um den Leitungsverlauf noch mal sinnvoll darzustellen. Hier also dieses T-Stück, diese Abzweigung, die zum einen ins Erdgeschoss führt, zum anderen aber weiter nach oben in diese Wand hinein, welche dann wiederum auf dieser Seite die Leitung führt ins Badezimmer, in die Wand im Badezimmer. Das sieht man da, da gibt es einen Wanddurchbruch. Und das Ganze ist nun so, dass wenn man jetzt hier im Treppenhaus im Obergeschoss steht, sieht man hier jetzt das Rohr nicht, aber man sieht, wie das Rohr
an der Stelle oben wieder aus der Wand herauskommt. Also das verläuft einfach hier auf der Rückseite in der Wand, kommt das an, geht dann da nach oben und führt dann einfach im Flur wieder an der Decke entlang, hier bis zur Unterputzbox. Also das ist jetzt die Unterputzbox hier für das Obergeschoss. Das ist eben die dazugehörige Saugleitung. Und dann gibt es hier eben wieder diese zwei Leitungen, die diesen Ring bilden, um den Saugschlag aufzunehmen. Die führen dann jetzt hier wieder auf der Rückseite weg und gehen dann aber durch weitere Wanddurchbrüche, führen die tatsächlich ins Schlafzimmer und sind dann hier an die Decke geschraubt. Das kann man jetzt hier eben ganz gut sehen. Hier ist dann wieder so ein Ring. Da sind diese 90-Grad-Bögen und dann geht das den ganzen Weg eben wieder zurück bis zur Unterputzdose, bis zur Unterputzbox. Wir haben das eben immer so gelöst, dass wir jeweils ungefähr 12 Meter haben. Also der Saugschlauch ist 9 Meter lang. Die 9 Meter reichen auch aus für jedes Geschoss, aber diese 2-3 Meter mehr tun eben nicht weh. Und dann könnte man im Notfall hier einen längeren Saugschlauch doch nochmal verwenden im Fall der Fälle. Daneben ist hier im Obergeschoss im Flur auch noch was passiert, nämlich das Anschrauben von weiteren Leerrohren an der Decke. Ein Teil der Leerrohre war ja auch beim letzten Mal schon an der Decke geschraubt. Aber was ich jetzt hier in den letzten Tagen und Wochen gemacht habe, sind auch diese Dosen und die Leerrohre hier auf dieser Seite. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die beim letzten Mal eben sich auch schon in der Wand befunden haben. Das ist eben auch ähnlich wie in anderen Fällen, geht das Leerrohr bis an die Decke, ist dann an die Decke geschraubt und führt dann einfach zu diesem zentralen Durchbruch hier. In jedem Zimmer, beziehungsweise hier im Flur, habe ich eben so einen zentralen Durchbruch. Da werden dann die Kabel eingeführt von oben und da kann ich sie dann verteilen zu den einzelnen Dosen hin. So, hier im Obergeschoss befinde ich mich jetzt im Badezimmer und auch hier war ich fleißig in den letzten Tagen insbesondere. Zum einen beim Thema Smart Mirror, da haben wir diese Nische, die sich hier befindet, die hat hier ein vorangegangenes Video auch schon mal gezeigt. Die haben wir jetzt hier verputzt, schon mal grob vorgeputzt, einfach damit das nachher eben eine saubere Geschichte wird. Diese Nische brauche ich ja um den Spiegel nachher, da soll eben ein Spiegel installiert werden. Den Spiegel möchte ich gerne mit, also dahinter soll sich ein Display befinden, ein Bildschirm, sodass ich da eben diverse Informationen durch den Spiegel hindurch anzeigen kann. Das Ganze möchte ich in Szene setzen mit LED-Bändern und so weiter. Und ja, damit das einfach eine saubere Geschichte wird, haben wir das hier schon mal verputzt. Hier nochmal ein Kameraschwenk über den späteren Smart Mirror. Man kann sehen, eben wie der Putz hier angebracht ist. Das ist jetzt nicht hundertprozentig sauber, aber das ist eben so gut, wie es wird. Thema Nummer zwei hier im Badezimmer, das sind die Nischen an verschiedenen Stellen. Jetzt hier in dem Fall bei der späteren Badewanne, aber auch beim späteren WC sowie auch in der Duschkabine haben wir solche Nischen als Abstellflächen für Shampoos oder halt einfach, um das irgendwie in Szene zu setzen. Und um das in Szene zu setzen, haben wir hier auch an eine Beleuchtung gedacht, nämlich auch wieder LED-Bänder, die hier halt angebracht werden. Also hier wird es auch nochmal so ein Regal geben. Und hier gibt es die Leerrohre schon, die eben dann die LED-Bänder mit Strom bzw. Spannung versorgen sollen. Das läuft dann hier alles nach oben. Und auch hier gibt es wieder diesen zentralen Punkt, diese zentrale Stelle im Raum, wo das alles zusammenläuft. Und in der Stelle, also die Decke wird noch abgehängt, das wird man nachher nicht sehen. Aber an der Stelle duscht man tatsächlich mit bzw. unter Strom. Ja, das waren jetzt so die Veränderungen gegenüber dem letzten Mal, die größeren Arbeiten, die markanteren Arbeiten, die ich eben ausgeführt habe in Verbindung mit meinen Helfern. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Kleinigkeit, die mir jetzt nicht eingefallen ist oder die eben nicht irgendwie groß und markant genug war, um sich hier aufzuzeigen. Insgesamt befinden wir uns jetzt aber hoffentlich im Endspurt auf der Zielgeraden. Das habe ich zwar das ein oder andere Mal schon gedacht und dann hat sich das jetzt hier doch noch als zeitaufwendiger herausgestellt als angenommen, aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt hier in den nächsten Tagen und Wochen in die nächste Bauphase kommen. Aktuell, wie gesagt, das Wetter spielt noch nicht mit. Verputzen kann man noch nicht bei den Temperaturen. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass das jetzt Anfang März passieren soll. Aber auch das hängt ein bisschen noch vom Wetter ab. Insofern ja, werden wir uns sicherlich in den nächsten Tagen hören. Und ich werde auch dort wieder den Fortschritt eben dokumentieren. Mal jetzt ans Arbeiten. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.